Herzlich willkommen zu meinem neunten Video aus der Videoreihe Scratch Cara. Hier geht es um die imperative Programmierung. Das ist ein kleiner theoretischer Einschub. Imperative Programmierung heißt stark verkürzt, also stark vereinfacht, dass es hier Programme gibt, dass es ein Programm gibt, das Befehle beinhaltet. Wir haben diese Befehle ja schon kennengelernt. Das ist hier unten auch so ein kleiner Ausschnitt daraus, die in einer bestimmten Reihenfolge dargestellt werden. Das heißt, Move kommt hier als erstes, also geht er zuerst einen Schritt, dann geht er nochmal einen Schritt und dergleichen mehr. Und das Programm wird praktisch dann in einer bestimmten Reihenfolge, zum Beispiel von oben nach unten dann, abgearbeitet. Und das ist eben ein ganz wichtiger Teil dieser imperativen Programmierung. Damit ist noch nicht die gesamte imperative Programmierung erklärt, aber ganz ein wesentlicher Bereich. Darüber hinaus gehört auch noch zur imperativen Programmierung, dass man auch sogenannte Steuerungselemente verwenden kann, wie ich das hier jetzt im Original hier gerade zum Beispiel habe. Wir dann später in den Videos noch kennenlernen werden. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, if, aus dem Englischen wenn ein bestimmter Fall vorhanden ist, also wenn zum Beispiel Kara vor einem Baum steht, dann soll Kara sich zum Beispiel nach links drehen. Das heißt, dieses in der Reihenfolge Abarbeiten von Befehlen und die Verwendung von bestimmten Steuerungsblöcken, das heißt zum Beispiel, wenn etwas Bestimmtes der Fall ist oder mache etwas eine bestimmte Anzahl oft lang, das sind so ganz wichtige Punkte, die auch zu dieser imperativen Programmierung gehören. Mehr über die konkrete Arbeit, über das konkrete Programmieren, über das konkrete Arbeiten mit Kara erfährst du in den nächsten Videos.